Wie brauchst du den Computer? Ich selber arbeite mit Mac und Frau mit PC. Vor allem so Windows-Sachen. Mit XP arbeite ich. Vor allem mit Windows, also Office-Produkte. Unter Linux oder unter Windows 7. Bist du zufrieden mit deinem Betriebssystem? Er hat einfach manchmal seine Mucken, oder? Es geht. Ja, ich bin nicht so zufrieden. Oh, nicht wirklich. Nein, aber es ist das, was man gibt. Das Betriebssystem ist eigentlich relativ teuer. Für das, was sie bieten, ist eigentlich nicht so viel dabei. Das Mühsame ist immer, bis sie aufgestartet sind. Was sagst du zu einem Betriebssystem, das gratis ist, immer auf dem aktuellen Stand und keine Viren hat? Das ist natürlich das Beste, das ist die Angst, was wir geben. Ja, super, aber eben, wo wir jetzt ja mal einen Haken haben oder so. Ja, natürlich. Super. Ja, da war ich fast nicht, dass das gibt. Dass einem etwas schenken. Ja, das würde ich natürlich auch nehmen, können Sie sich vorstellen. Nein, das wäre der Plausch. Das will ich dir jetzt genau zeigen, wie das aussieht. Kannst du dir vorstellen, das daheim zu installieren? Ja, es ist schon halt nicht ganz gleich, aber es ist schon nicht ganz anders. Ja, eigentlich schon. Ich kann ja das parallel haben, stört ja noch nicht. Genau, ja, absolut. Warum mal? Man muss sicher noch mal darüber nachdenken, was auch etwas Neues ist und nicht das, was man halt schon kennt. Und so ein bisschen ein gutes Anfang. Sicher nicht Nein sagen. Wenn man halt nicht unbedingt Ja denkt, ist es doch jetzt mit Faulheiten. Das war Linux. Wie findest du es? Die Präsentation auf dem Bildschirm ist sehr anmächtig und das ist wirklich etwas, wo man gut daran gewöhnen und gut damit arbeiten kann. So wie man es eigentlich erwartet. Ja, genau. Das ist so das Bild in Videos. Alles da, was ich brauche. Ja, genau. Ja, ich finde es lässig. Ich finde es gut. Ich finde, es ist sehr übersichtlich, es ist sehr einfach und wahrscheinlich trotzdem so offen, dass man eigentlich die unbeschränkten Möglichkeiten vom Internet halt brauchen kann. Und das finde ich sehr ansprechend. Es ist ja so, es imponiert mir und wenn ich feststelle, wenn man es auftut, das hat schon viel Ähnliches mit dem Mac OS X. Also mehr als XP oder etwas. Das ist gut. Das ist fantastisch zum Schauen. Also ich finde das sympathisch. Ich finde das ausgesprochen sympathisch, weil der Microsoft ist mir jetzt wirklich nicht gerade gesammelt dafür. Das ist natürlich schon genial. Das ist sehr gut, ja. Es ist wahrscheinlich auch eine bessere Qualität, weil man hat das Interesse, es möglichst gut zu machen. Und weil man also viel Input hat von verschiedenen Nutzern, wird es ständig verbessert. Und es ist kein kommerzieller Ding dahinter, kein kommerzieller Grund, wieso man etwas verkauft. Genau. Ja. Ja. Eigentlich noch. Eigentlich spielt es nach. Also fremd ist es für mich jetzt nicht. Nicht etwas ganz Neues, dass man das nicht wieder alles muss umlernen muss. So. Mhm. Ich finde, die Übersicht ist besser hier. Kommt gut her, so fährst Blick. Ja. Die Philosophie ist sehr gut. Ah, das tut mir jetzt ein bisschen einfacher. Sehr übersichtlich. Eben, dass jetzt, dass es so kompakt ist. Genauso wie die Aktualisierung, dass man einfach nur downloaden kann und nicht irgendwie nachher die teuren neuen Programme kaufen, wenn man möchte auf dem aktuellsten Stand bleiben. Sehr schnell hat es mich auch gehört. Und eben in den Gedanken daran, dass wirklich eben die Leute, was das machen, eigentlich das aus Überzeugung kreieren und weiter optimieren, ich mir schon sehr schöne Gedanken, dass das nicht jemand ganz viel Geld daran verdient. Sehr übersichtlich. Super, dass es kostenlos ist, natürlich. So eben wegen diesen Programmen, dass die frei verfügbar sind, das ist toll. Der ganze Gedanke ist sicher stechend, ja, sagen, ich habe das ganze Betriebssystem. Es läuft ziemlich stabil, läuft ziemlich schnell. Also mit und das ist eine gute Idee, dass es wirklich von mir weiterentwickelt wird, dass es quasi wie eine offene Plattform ist. Auch, dass es wirklich auch virensicher ist, dass man das schaut. Und eben, dass man sich selber auch einbringen kann, dass man kann, wenn man merkt, da passt mir etwas nicht, dass man kann austauschen kann. Dass man auch vielleicht Programme abladen kann, die einem selber passen und nicht einfach etwas dort hat und dann muss damit umwurschteln.
Ja.